A good day to you. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the murder of Sir Rodney Bentcliffe. Would you mind if I asked you a few questions? I am Tristram Garrow. Ja, der Typ sieht mir aus wie ein wenig. Weiß ich nicht. Wie gezeichnet von irgendwas. Da war doch was. Ja, bisschen tump, bisschen tump. What is your occupation? I am a counselor at the district chamber. And what were you doing at the baths? Well, I follow the researches. I am interested in archaeology. You follow them? Yes. So many things happened and we need to know. Or perhaps it's better hidden. I beg your pardon, Mr. Garrow. I meant nothing by that. I apologize. Ich werde aus dem nicht schlau. Please try to recall what you saw today. The room was so hot, I had to remove my glasses. I was not feeling so very well in there. But you found the body. I saw the knife, you know, flying through the air. I saw the blood. I tried to escape. I don't remember. Saw the knife? What did it look like? Everything was as if in a nightmare. It all happened so fast. The knife was shining like gold. Er hat zumindest einen Dolch beschrieben und das klingt doch interessanterweise nach unserer Mordwaffe. What was it like to work with Sir Rodney? It was like working with a genius. He was a hard man, but then you know this world is hard. There are always people who want to steal from you. And he trusted me, but oh. Are you feeling unwell? Oh, I'm sorry. He is I. Oh, I remember. Oh, I feel so sorry. Do you need anything? I feel bad. I hear. No, nothing. I'm better now. Had Sir Rodney exhibited any recent strange behavior? Well, he had been rather secretive these past few days. Last Thursday, for example, I saw him leave. When he returned, it was very late. He showed me some wet coins, Roman coins, and he started to laugh. Moment mal. Du fragst den Typen, ob Sir Rodney sich komisch verhalten hat. Der Typ benimmt sich am Stück komisch. Das ist doch schon, also, weiß ich nicht. Seltsam alles. His ring! Oh, it should be destroyed. Why do you say that? It is a cursed ring. Digging dark secrets. Really? It is after me now. I know it. I shouldn't have worked on it in the workshop. It's too late now. Er hat in der Werkstatt gearbeitet? This is the coin that he showed me. It is from the 3rd century. It must be very rare. No, I don't know. We discovered some melted silver in the brazier. Did you put it there? It didn't help. The power is too strong. Er hat also da etwas eingeschmolzen, etwas, was eine abergläubische Aktion war? Thank you. This will help me to calm down. Do be careful with the dosage. I will. I mean it. Did you place the bottle of champagne in the changing room? What? No. Garrow appears to be rather mentally disturbed. Either that or he is a good actor. Okay. Dann wollen wir doch mal. Moment, ups, falsche Taste. Dann wollen wir mal unsere ganzen Hinweise hier untersuchen. Im Kohlebecken. Im Kohlebecken wurde Britannia Silber gefunden.
Moment, Moment, Moment. Nee, das funktioniert so nicht. Ist das. Das will ich ja auch nicht. So, ich muss dann Space drücken, okay. Sehr flüssiges Blut. Das Blut der Leiche war stark mit Wasser verdünnt. Garrows Brille liegt auf dem Kohlebecken in den Thermen. Aufgrund der Hitze ist ein Brillenglas gesprungen. Rechtzeitiges Auftauchen. Sir Rodneys Auftauchen rettet die archäologischen Arbeiten in den Thermen. Die Wunde stammt von einer auffällig gekrümmten und scharfen Waffe. Okay, das funktioniert nicht. Sir Rodney hatte im Hinblick auf seine Ziele alle belogen. Er arbeitet heimlich auf eigene Faust. In der Umkleidekabine. Doch, ich drücke immer Rechtsklick, dabei will ich das gar nicht. In der Umkleidekabine der Therm wurde eine Champagnerflasche und ein Eisbehälter gefunden. Wir wissen noch nicht, wer sie dorthin gebracht hat. Dann kaputte Brille haben wir. Im Kohlebecken haben wir. Garrows Medikamente. Garrow nimmt starke Medikamente zur Behandlung von Melancholie. Sir Gregory wollte Blinkhorn entlassen, um die Ausgrabungen in den römischen Thermen zu stoppen. Auf diese Weise hoffte er, die Thermen der Öffentlichkeit zugänglich machen zu können. Vielleicht hier mit der Lüge? Nee, okay. Die Notizen von Sir Rodney zufolge stand er kurz davor, eine bemerkenswerte Entdeckung zu machen. Hier, da muss die Lüge dazu, ne? Ha. Tödliches Geheimnis. Warum hätte Sir Rodney etwas verbergen wollen? Könnte seine Entdeckung das Motiv für den Mord an ihm sein? Die letzte Expedition. Finden Sie heraus, wohin Sir Rodney wenige Tage vor seinem Tod gegangen ist, und lüften Sie sein Geheimnis. Okay. Alles klar. Aber wir müssen noch weiter untersuchen. Welche wichtige Entdeckung war Sir Rodney im Begriff zu machen? Auf Landkarte. Eine handgezeichnete Karte aus Sir Rodneys persönlichen Gegenständen. Auf ihr ist eine Stelle in der Nähe von St. Albans, nördlich von London, markiert. Wo genau die Stelle liegt, kann auf der Karte in der Baker Street herausgefunden werden. Dieser Ring sieht äußerst alt aus und wurde eher schlecht repariert. Eine alte, verschmutzte römische Münze. Das kennen wir schon. Das kennen wir schon. Pitkins Briefing quasi. Ein Brief von Sir Gregory Pitkin, der Mr. Blinkhorns Arbeit gefährdet. Das kennen wir alles schon. Okay, dann kennen wir den Rest quasi. Da, jetzt haben wir hier auch alle Personen. Gregory Pitkin. Gregory Pitkin entspricht dem typischen Bild eines Mitglieds der oberen Klasse. Er ist reich, geht einer Arbeit nach, die ihn über viele andere erhebt, und betrachtet dies alles als sein Geburtsrecht. Ganz gleich, was er getan hat, ist er der Ansicht, dass er nichts, dass er nicht, ist er der Ansicht, dass er nichts im Gefängnis zu suchen hat. Naja, das finden wir noch heraus, ob du nichts dort zu suchen hast. Percival Blinkhorn kann man als Vollblutarchäologen bezeichnen, der immer und überall die Schätze im Boden erkunden will. Vermutlich übt er diesen Beruf bereits seit 15 bis 20 Jahren aus, und offenbar findet er immer noch Gefallen daran. Tristram Garrow ist Anfang 30 und leidet unter starker Kurzsichtigkeit. Er wirkt sehr verstört, das liegt vermutlich am Schock durch die Ereignisse, aber wohl nicht nur, denn er hat sich seit einigen Tagen nicht rasiert und trägt zudem dreckige Kleider. Gott, ich kann gerade echt nicht vorlesen. Ich merke gerade, dass ich irgendwie sehr unkonzentriert bin. Es tut mir sehr leid. Es tut mir sehr leid. Das passt zusammen. Möglicherweise Silberwaffe. Ein Gegenstand aus Silber ist kürzlich im Kohlebecken zu einem Metallklumpen geschmolzen. So, dann wollen wir weiter untersuchen. Bemerkenswerte Entdeckung? Nee. Ach Mist, ich wollte doch den Champagner und die. Okay, das passt auch nicht. Garrow nimmt starke Medikamente zur Behandlung von Melancholie. Das passt auch nicht.
Ha, das passt zusammen. So. Blinkhorns Demütigung. Blinkhorns Arbeit wurde durch das Eingreifen von Sir Rodney gerettet. Doch das ging sehr zu Kosten seiner Moral. Blinkhorns Interesse. Blinkhorns Arbeit wurde durch das Eingreifen von Sir Rodney gerettet. Er war sehr dankbar dafür, dass er mit Sir Rodney zusammenarbeiten konnte und die Möglichkeit hatte, von ihm zu lernen. Das hat er behauptet, deshalb nehmen wir uns auch diesen Aspekt jetzt erstmal vor. Was haben wir denn noch? So. Dampffeuchtigkeit. Das Wasser im Blut lässt sich durch die feuchte Luft erklären, die auf den Dampf zurückgeht. Ungeklärte Spur. Das Wasser im Blut ist eine bisher ungeklärte Spur in diesem Mordfall. Es muss irgendwie mit dem Mord zusammenhängen. Und genau das glaube ich. Ich vermute hier eine Waffe aus Eis, die im Dampf dann geschmolzen ist, weil sich mit dem Blut vermengt hat, dadurch das Blut sehr aufgefeuchtet hat. Und die Waffe aus Silber, die ich erst vermutet habe, nehme ich zurück. Es klang eher so von Garrus aus, dass er hier eine Art abergläubischen Schutzritus versucht hat anzuwenden. So. Die gestohlenen Notizen. Okay, die passen gerade aktuell mit nichts zusammen. Ich sollte nicht so rumprobieren. Ich sollte mir wirklich meiner Sache sicher sein. Deshalb entferne ich mich mal hier aus diesem Punkt. Und die beste Sache wäre es jetzt nach in die Baker Street zu fahren, um sich der Karte mal anzunehmen und herauszufinden, wo Sir Dingskirchen unterwegs war und wohin renne ich. Ich kann auch von hier aus in die Baker Street. Ich würde auch gleich vorschlagen, eine kleine Pinkelpause zu machen. Ich wollte eigentlich länger spielen, bevor ich eine Pinkelpause mache, aber ich merke doch, gerade auch mit der verstopften Nase und der Erkältung wäre es vielleicht ganz gut, frühere Pausen anzusetzen, als ursprünglich von mir angedacht. So nach 1,5 Stunden Pausen zu machen, statt wie ich versucht hatte oder überlegt hatte, nach 2 Stunden. Denn wie gesagt, durch die verstopfte Nase und die schlechten Atemwege will ich mich dann doch vielleicht nicht zu sehr überanstrengen. Oh, Toby! On the sofa for the third time today. Well, don't be surprised if Watson sits on you again. Also Watson, sie setzen sich einfach auf Toby. Now we have two maps. We must combine them properly. Okay, dann lasst mich mal schauen. Wo können wir sie denn hier kombinieren? Wo würde diese Route denn hinpassen? Oh, guck mal, hier passt es sehr gut. Watson, pack your bag. We are visiting a location in St. Albans, marked on Sir Rodney's map. Ha, perfekt. Bin ja mal gespannt, was wir dort finden werden. Wie sieht denn hier hinten das Fenster aus? Also hinter Watson sieht ein bisschen komisch aus. Ein bisschen komisch? Ein bisschen sehr komisch? Eine Ausgrabungsstätte und ein ruckelnder PC. This archaeological site has been abandoned. Why did Bentcliff come here? Scheinbar hat er irgendwas entdeckt. Irgendetwas, was für ihn wiederum interessant war. Etwas, was vorher vielleicht übersehen worden ist. Einen großen archäologischen Fund, mit dem er sich hätte wieder groß profilieren können. Es wäre zumindest meine Vermutung. Die Anhänger von Mithras gingen ihrem Glauben heimlich nach. Im Alltag beteten sie gewöhnlichere Gottheiten wie Juno oder Neptun an.
Die Mithras-Tempel befanden sich im Normalfall unterhalb von Tempeln anderer Götter. Die Mithras-Anhänger bezogen sich häufig auf ihre traditionellen Götter, um Zugang zu ihrem Mithraeum zu erhalten. Das Mithraeum im französischen Dio ist ein interessantes Beispiel, denn dort befand sich der Eingang zum Tempel unterhalb einer Statue der Diana. Der Eingang wurde höchstwahrscheinlich durch einen raffinierten Stein- und Seilmechanismus sichtbar. Der Mechanismus selbst wäre womöglich niemals entdeckt worden, wenn er nicht durch einen Wassereinbruch zerstört worden wäre. Dabei wurde auch der Weg hinunter in das Mithraeum offengelegt. Mithras Tempel gibt es in Rom, Ostia, Numidien, Dalmatien, Britannien sowie entlang der Rhein-Donau-Linie. Seltener aber noch vorhanden sind sie in Griechenland, Ägypten und Syrien. Okay. This is the map of the site. We are at the heart of an old Roman city. Gibt es denn hier noch Dinge, die interessant sind? Und die leeren Kokosnüsse, mit denen sie die Geräusche von reitenden Pferden nachahmten. Ein weiteres seltsames Ritual für die alten Götter und die bösen Geister, um die bösen Geister fernzuhalten. Wenn die Menschen spürten, wie das dunkle Auge auf ihnen lastete, warfen sie alle ihre Wertsachen ins Feuer. Schwarzafrikanische Stämme verbrannten Früchte, während die reichen Familien im antiken Rom keine Kosten scheuten und Silber oder Zinn schmolzen. Es gibt keine Aufzeichnung darüber, ob solch wertvolle Opfergaben danach zusammen mit der Asche entsorgt wurden und ob man sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder verwendete. Hier, das erklärt das Verhalten von diesem Gellos. Das erklärt... Wo haben wir den? Unseren Gellos. Da. Von Garrow. Entschuldigung, Garrow. Sein Verhalten wird erklärt. Zinn und Silber wurden ja eingeschmolzen als Opfergabe. Und scheinbar hat er genau das versucht, um irgendwelche bösen Flüche von sich zu halten.